Grüß euch, Servus. Santner Ruppi, dann Ruppi, Seela Nummer 18. Irgendwie so, ihr weißt. Warte und horch, wir sind am Weg auf Weihnachten zu und schauen gerade, was die Liebe macht. Wir wollen jetzt schauen, noch ein bisschen im Detail, was die Liebe, der Eros im Speziellen und das Glücksverlangen, das wir in uns tragen, miteinander zu tun haben. Also wir haben schon gesagt, das Verlangen, unsere tiefste Sehnsucht, der können wir nicht ausweichen, die können wir nicht umgehen. Und wir sind einfach bedürftig, von Grund auf wirklich geliebt zu werden. Worin liegt dann die Freiheit, wenn wir die Liebe absolut brauchen, um glücklich zu werden? Und Liebe selbst aber nur etwas Freies sein kann, das wir in aller Freiheit, in aller Offenheit dem anderen schenken können und uns darin auch hineinbegeben. Dabei haben wir zu realisieren, dass der Mensch zuerst einfach bedürftig ist. Das ist unsere Existenz. Wir brauchen es. Und genau in dieser Bedürftigkeit, in der der Mensch steht, ist auch der Grund, der Wurzel für Liebe und für das Glück. Das heißt, die Erfüllung von meinem eigenen Bedürfnis ist die Quelle der Liebe, des Sich-Verschenkens. Bei kleinen Kindern hört man das oft sehr deutlich und sehr direkt da. Die kommen her und zeigen dir, dass sie es brauchen, geliebt zu sein. Die hängen sie um dir um und geben dir deine ungebrochene Liebe in einer Weise, wo du einfach merkst, ja, das brauchen sie. Sie saugen es auf wie ein Schwamm. Wenn man erwachsen ist, dann traut man sich nicht mehr so die eigene Liebesbedürftigkeit zeigen, sondern schämt man sich fast dafür. Warum auch immer. Aber es ist tatsächlich, dass wir unsere eigene Bedürftigkeit wahrnehmen, ernst nehmen und auch stillen, das annehmen, dass wir es einfach brauchen und dann eben bedingungslos auch geliebt werden dürfen. Das ist der Grund, warum wir dann fähig sind, andere zu lieben und das Glück bei anderen zu realisieren, das wir selbst bereits gefunden haben. Das ist auch ein bisschen die Testformel für die Liebe. Geh vor den Spiegel und sag zu dir, es ist so gut, dass es dich gibt. Und sag es in gleicher Weise mit der Herzlichkeit zum Nächsten. Es ist so gut, dass es dich gibt, dass du da bist. Und so ist der Geliebte selbst der Lohn der Liebe. Aber Lohn nicht als Verdienst, sondern als Geschenk. Und dieses Geschenk wird dir nur zuteil, wenn du es nicht intendierst. Die Liebe sucht sich nicht selbst, sondern den anderen. Und dass man wirklich zum Geschenk für einen anderen wird, kommt aus der Freiheit, dass man das eigene Bedürfnis, die eigene Not ja wirklich angenommen hat und sich darin wirklich auch ja beschenken hat lassen. Also es geht nur, wenn man letztlich eine Ausrichtung hat auf Gott hin, auf das Sein, auf das sich, dass man sich selbst geschenkt ist, und alles zuerst einmal empfangen darf und dann dem Nächsten in einer freien Gabe weiterschenkt. Alles Gute, grüß euch, der Ruppi.